Und das wird also ein bisschen fett gemacht, aber ganz, ganz wenig. Und du wirst sehen, Michael wird das mal schauen. Erstens die Säge, die bleibt kühl. Ja. Normalerweise müsste ich das unglaublich heizen. Ne? Jetzt kannst du pumpen. Wo setzt du das, ne? Ich pumpe ein bisschen Material. Und hier kommt dann das Produkt. Das Produkt hier nicht die Luft. Die Sägeblatt ist richtig kühl. Hast kein Druck. Und auch kein Druck und Wasser. Du hast kein Dreck und Wasser. Und so kann man schneiden. So kann man schneiden. So. Ohne dass man es getroffen ist. Ja. Wie lange haltet denn diese Produktion? Oder bleibt das da immer? Ja. Aber mit 5 Litern hast du viel und ja, ich bin gar nicht so beschleunigt. Aber hier mit 10 Liter ein Jahr arbeiten. Und bleiben mit dir. Ja? Aber die sind keine Dampfe? Ja, mit ganz normal schneiden. Das ist meine einfachste Beschreibung. Ich habe die Juni. Und wir haben das Produkt. Ach, für beides. Produkt und dieses, ja. Und dieses Ding. Also muss man dann umbauen, ja? Ja. Das heißt. Das haben wir. Also das ja. Rein, Luft absetzen. Einfach normal. Die Pumpe Luft. Einstellen. Ja. Und dann ist es nur elektrisch. Im ja. Moment, dass du die Maschine hier einsetzt, dann auch die Pumpe einschlägt. Also die alte Pumpe, sage ich mal. Nein, nein, ja, das ist nicht die alte. Das, okay, ist, die das ist die neue Pumpe, ja. Aber das kann man einfach hier integrieren. Ja, ja, die elektrische Leute, die sind ja. Nicht direkt. Okay. Das Wichtigste ist, dass man direkt nach dem Schneiden, normalerweise ist das Säge, das geht ganz rein. Mit den Händen, 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 mit den Händen. Ja, wir machen mal die Komfort jetzt, wir haben mal vorbei. Okay, ja, auf. Vorsichtig jetzt hochgehen. Hochfahren. Ja, jetzt deine Hand drauflegen. Es ist kalt. Kein Problem, wa? Nein. Also normalerweise komplett ist das ganz kalt. Heiß. Also, und das, ist die und Luft. Das Metall ist auch kalt? Nee, das, ja, das ist die Heizung geht in Metall, ne? Aber, okay. Aber nicht so warm, nein, ne? Nicht, nein. Aber die, nicht, ja. die Luft und das Produkt gibt genügend Kühlung. Dass das Sägeblatt also kühl bleibt, ne? Das ist ja. Die Idee. Normalerweise ist das Glut, ne? Ja. Ist das so heiß? Okay. Da kann man direkt dann, natürlich, natürlich. Wir haben fast ohne Wasser gesägt, ne? Ja, aber du siehst auch die Späne. Die Späne sind trocken. Das ist nur mit einem Bleck zusammenzumachen. Ja, ja. Normalerweise ja. Ist alles dreckig, ist alles versaut, ne? Ja, ja. So. Diese kannst du sicher in Flughafenindustrie, Automobilindustrie. Ja. Und das ist sicher für diese Profile. Ne? Wenn du hier die Schnitte machst, ja. Dann läuft das Kühlmittel normalerweise rein und 3 Meter ja. Weiter ja. Drauf ja. Liegt ja. Alles voll. Ne? Egal welches Material man schneidet. Ja. 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 Das kannst du für alles benutzen. Für alles. Hier. Das macht man auch Bild. Ne? Nach, ja. Nach der Schneidung, guck mal hier. Ist trocken. Ja, ja, ist trocken, klar. Ja, ist kein Öl runter, okay. Kein Wasser runter. Okay, das ist sehr, sehr interessant.